Was geht, Leute? Willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind jetzt bei Folge 4 und wir haben jetzt einen Subidicat. Verdammt episch, ich weiß. Und ich habe das übrigens gegessen und ich hatte irgendwie Lust zu zocken. Okay, ich bin momentan halt mega Pokémon-Hype. Ich weiß auch nicht, was ich habe sogar den Anime begonnen. Bro, ich schaue Pokémon-Anime. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber ich habe angefangen. Und ich muss sagen, er gefällt mir echt gut. Also, ja, machen wir weiter mit Pokémon. Warte mal, muss ich mich heilen gehen? Wenn du übrigens mehr davon sehen willst, ist der kürzeste Weg einfach einen Daumen nach oben dazu lassen. Bro, ich feiere Subidicat so hart. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall zum Boot jetzt, aber ich überlege. Ja, komm, lass uns mal zum Boot gehen, würde ich sagen. Wir haben Fritz, Tauburga, Ufukano haben wir, stimmt. Ja, ich wollte ganz kurz gucken. Ups, ob wir vielleicht ein besseres Vulcano haben. Weil ich habe einige von Level 17, 17, 17. Oh, okay. Ist mir eigentlich egal, ob weiblich oder männlich, oder? Ich nehme das Level 17 einfach. Und warte mal, die haben ja auch verschiedene Wesen und die geben verschiedene Sachen oder so. Ich habe keine Ahnung, was für ein Vulcano besser ist. Ich meine, da muss man sich wirklich auskennen. Wir sehen jetzt aber mal dieses Vulcano, was soll's. Und wir packen es. Ja, wir tauschen das gegen unser normales Vulcano aus. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Boot. Wir können aber auch zuerst zur Dicta-Höhle gehen. Wir gehen erstmal zum Boot, würde ich sagen. Wir sind so schnell. Wir kommen überall hin. Das ist unglaublich. Uhu, okay, das sieht richtig geil aus. Oh, wir sind im Boot. Okay, warte mal, hier gibt es viele Gegner. Ich glaube, ja. Vielleicht sogar ein paar Wasser-Pokémon. Danny, da bist du ja endlich. Ja, hier bin ich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Ich will mir nur so Fontänen. Oh, das ist Gary. Sieh an, das ist Danny. Ach, und Dolly auch. Wo man sich überall auf dem Weg läuft. Hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Du erhältst eine Sandiatara-Sabel von Blau. Du verschaffst das Item in der Medizintasche. Ach, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ja, ganz fiese Typen. Kannst du laut sein. Mittlerweile hört man ja überall von den üblen Mannschaften. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Okay, bye, Gary. Ja, Gary ist schon ziemlich cool. Okay. Wir können überall reingehen. Das ist das Krasse. Oh, hallo. Was geht? Du siehst müde aus. Ruh dich am besten hier kurz aus. Oh, hier kann man sich heilen. Gut zu merken. Quasi die Ersatzschwester ist Schwester Joy. Übrigens, Schwester Joy soll übrigens ein Pokémon sein. Vielleicht die Weiterentwicklung von Chanera, weil es dieser so oft gibt. Gehen wir hier rein. Oh, ist ein Zehner. Was zum Teufel? Er hat einen Vulcano, okay. Nicht schlecht, habe ich auch. Ich glaube, ich werde Pikachu gar nicht aus dem Team tun, Leute. Pikachu ist zu cool einfach. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass wir Donnerblitz einsetzen. Los, Pikachu, let's go. Oh mein Gott. Wie Schaden das gemacht hat. Und das gegnerische Pokémon ist sogar Level 18. Oh, ich plane, das ist sowas so klar. Egal, wir können uns ja gleich heilen. Alter, die Zehner heilen ihre Pokémon einfach hier. Einfach so, das ist crazy, Bro. Ich muss mal gucken, ob mein Pikachu einen besseren Angriff und einen besseren Spezialangriff hat. Das würde mich im Leben interessieren. Das würde nämlich entscheiden, ob physische Attacken oder Spezialattacken besser sind. Okay, das war sehr interessant. Ich habe mal bei Pikachu was plant. Die Frage ist nur, soll ich in jede einzelne Tür reingehen? Ich meine, das ist sogar schon unhöflich, oder? In solche. Ich meine, das ist ein Hotelzimmer. Wir gehen bei Fremden rein. Bei ihr auch. Und sie sagt halt gar nichts. Aber sie hat nur noch ein Bett. Vielleicht kann ich ja hier mitschlafen. Ich werde jetzt auch ein Trainer, oder? Lol. Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Sorry, aber ich halte einfach nicht vom Faulenzen. Ich weiß nicht, was da so toll ist. Oh, wir können hier runtergehen. Okay, warte, soll ich das tun? Warte, es gibt noch links einen Weg. Okay, die will wahrscheinlich auch kämpfen, oder? Nö, will sie nicht. Die ist einfach nur so rum und wartet auf ihren Mann. Auf ihren reichen Mann, der endlich mit den Whiskys oder Champagners kommt. Knuddel, Knuddel. Okay, das ist süß. Die gehen zusammen auf Reisen, verstehe. Wow, ja, sie will kämpfen, war ja klar. Wetten ihre Mutter auch? Oder wer immer das ist? Okay, das arme Taubsi tut mir so ein bisschen leid. Ich meine, Donnerblitz auf dem Taubsi, Level 17. Aber immerhin sind die Trainer hier stärker. Oh, sie da oben, Pikachu. Was zum Teufel? Ich wechsle mal ein Pokémon. Lass mal Vulcano ausprobieren. Das ist so merkwürdig, gegen anderes Pikachu zu kämpfen. Flammenwurf? Wieso? Oh, er wollte Donnerwelle einsetzen. Kacke. Aber wortwörtlich Flammenwurf. Und das macht unnormal viel Schaden. Dafür, dass wir beide dasselbe Level haben, macht es unnormal viel Schaden. Wie entwickelt sich Vulcano zu Arcani? Oh, wir brauchen Feuerstein dafür. Oh, oh mein Gott. Okay, wir müssen noch gegen weitere Typen kämpfen. Also in Prestamania City gibt es auf jeden Fall alle Steine. Was? Gegen was kämpfe ich jetzt? Gegen Mankey. Okay, Donnerblitz. Und auf Route 8 in der Pokémon-Villa. Aber warte, war ich schon nicht schon auf Route 8? Ich muss vielleicht auf der Karte nachschauen. Okay, hier ist ein Pokéball. Dafür haben wir Paderheiler. Okay, das war gar nicht geil. Das sind ihre Kinder. Ich habe gegen ihre Kinder gekämpft. Wow. Schon wieder so ein Typ. Will er auch kämpfen? Nö. Die ist so ein bisschen Mitglied von der Polizei. Sehr schön. Schön für dich. Und dieses Schiff ist gigantisch. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Sie hat eine Küche. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Alter, das sieht echt lecker aus und voll gesund. Sprühdose, Superschutz. Okay. Ich meine, das sieht nicht so aus, würden die hier arbeiten. Ehrlich gesagt, die drehen sich einfach nur. Ach, die schneiden Kartoffeln, verstehe, aber irgendwie geben die mir gar nichts. Hey, immerhin sieht das echt hier geil aus, muss ich sagen. Das ist eine Küche, aber wir konnten hier nur ein Item finden, mehr nicht, leider. Die Frage ist, sollen wir nach oben zum Boot oder nach unten? Das ist ja die Frage. Was geht noch nach unten? Okay, das Schiff sieht aber echt geil aus. Noch mehr Türen. Ach, du Kacke, es ist gigantisch hier. Oh, warte, hier gibt's Arctos, Zapdos und Lavados, oder nicht? Und das ist der nächste Trainer mit Wasser-Pokémon. Oh je. Ich habe gerade überlegt. Yugia und Ho-Ho gibt's hier nicht. Hier gibt's Zapdos, Arctos und Lavados, was schon ziemlich geil ist. Das Ding ist, Pokémon-Spielen sind legendäre Pokémon meistens gar nicht so OP. Ich meine, die sind im Durchschnitt stärker als normale Pokémon, aber im Anime sind die so hardcore OP, ne? Was eigentlich auch Sinn ergibt, ich meine, es sind legendäres Pokémon, okay? Und es gibt meistens nur ein paar davon oder eins davon. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es zwei Lugias gibt oder nur ein Lugia. Ich gehe gerade in jede Tür, weil im Endeffekt können wir auch leveln und so. Also, und manchmal geben die einem auch Sachen, aber nicht in jedem Zimmer gibt es auf jeden Fall Trainer. Oh, da ist wieder ein Pokéball, okay? Wetten, das ist Feuerheiler oder sowas? Ich wette mit euch. Cool. Galoppa ist auch ein cooles Pokémon, aber ich finde Arcani besser. Arcani hat eine Fähigkeit, die Bedroher heißt, die enorm, enorm stark im Spiel ist. Manche
sagen, das ist die beste Fähigkeit im Spiel. Über die heilende Pokémon, das ist ja unglaublich. Das haben die doch im normalen Spiel nicht gemacht, oder? Ja gut, die haben aber nur ein Pokémon, also irgendeinen Vorteil müssen die ja haben. Wieso auch immer hier jeder Gegner nur ein Pokémon hat, das ist ganz, ganz merkwürdig. Und der nächste, der wird auch noch kämpfen. Ne, ein Sandan. Oh Gott, ich habe also keine Bodenattacke. Junge, hat das eine Verteidigung, die Sandan. Ich muss das. Es war so ein Volltreffer, der zweite, was? Okay, ich werde mein Pokémon wechseln, das geht so nicht. Ich muss ehrlich sagen, dieses Sandan ist verdammt, verdammt stark. Junge, dieses Sandan hat einfach eine Verteidigung aus Stahl, jetzt ohne Scheiß. Und es hat das Pokémon wieder komplett voll geheilt. Jetzt wollt ihr mich auf den Arm nehmen, oder? Es ist immer sehr schlau, ein Pokémon im Team zu haben, was eine sehr gute Verteidigung hat. Das gehört einfach dazu. Aber dieses Sandan, ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Da fällt mir ein, wir müssen auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon in unserem Team haben, weil Wasser-Pokémon, ein Wasser-Pokémon zu haben, ist sehr wichtig. Und ja, ich will unbedingt Shiggy haben, aber Shiggy ist jetzt, finde ich, also Turtok finde ich nicht das geilste Wasser-Pokémon ever. Obwohl schon einer der geilsten, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir können doch ein anderes bekommen. Lapras zum Beispiel finde ich richtig geil. Lapras gibt es auch in der ersten Edition, also hier auch. Nach dem Mystic-Kampf war es auf jeden Fall der schwerste Kampf bis jetzt. Nugget, okay, das ist ganz gut, können wir verkaufen für Geld. Hier geht's ja noch höher. Was zum Teufel? Ich gehe jetzt mal noch höher. Hey Danny, oh, er will einen Kampf haben, oder? Und wenn du fragst, bringt er dir vielleicht geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Was für eine Technik? Das sah ja leider nicht gut aus. Er scheint sehr krank zu sein, aber du solltest ihn trotzdem einen Besuch abstatten. Wer denn? Ach ja, bevor du hochgehst, lass mich doch eben überprüfen, wie gut dein Pokémon trainiert hast. Na super, ich bin nicht geheilt. Okay, er hat drei Pokémon. Tauburger ist das erste, sollte mir mit Donnerblitz one-hitten. Aber seine Pokémon sind Level 20, also ist schon nicht schlecht. Aber hey, warte, werden die es one-hitten oder nicht? Ich meine, ich denke ja, natürlich. Okay, gegen Zenibuli werden wir Doppelking einsetzen. Er setzt aber vorher Rückzugheb ein. Okay, wird das ihn. Nee, okay, also ich kann mir. Also ich kann. Warte, ich kann nicht. Na, Rückzugheb wird ihn nicht töten, ne? Ich werde lieber nochmal Doppelking einsetzen. Und das war's für Zenibuli. Lass mal Focado einsetzen, gegen seinen Mieterplan mit Flammenwurf zerstört. Oh je, das wird so wehtun. Oh, und. Oh, nicht ganz getötet, aber er brennt. Oh, ich schlafe. Er hat mich eingeschlafen. Wollt ihr mich mit den Arm nehmen? What? Okay, so viel Schaden. Das war viel mehr Schaden, als ich dachte. Dieser Metaplatz ist echt besser als gedacht. Ich packe mal Snobilicat jetzt rein. Es hat super Trank, ein crazy. Ich meine, ich mag Snobilicat sehr, sehr gerne, weil ich will mir jetzt auch eine Katze demnächst holen. Und ich meine, das ist ja eine Katze, theoretisch. Das ist eine gute Attacke. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Pokémon nie benutzt. Okay, das macht absolut keinen Schaden. Ich bin ja drei Level niedriger, scheiße. Und er setzt schon wieder Schlafbude ein. Wollte mich auf den Arm nehmen. Junge, dieses Pokémon ist so stark. Wir hatten theoretisch einen Aufwecker, aber ich werde lieber einfach mal, wenn ich euch heilt, Tauburger, werde ich heilen. Wird Flügelschlager es töten? Ich denke, ja. Okay, sehr schön. Wie er schaut. Du hast wirklich schwer als was im Kasten. Naja, das Leben geht weiter. Ach, also los, geht zum Captain und lass dir die geheime Technik beibringen. Er meint wahrscheinlich, geheime Technik ist VM, glaube ich. Versteckte Technik oder so. Nee, keine Ahnung, egal. Wirk, mir geht es gar nicht gut. Ich bin seekrank, Wirk. Du zeigst dem Captain, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Einatmen, ausatmen. Puh, vielen Dank. Jetzt geht es mir gleich um Welten besser. Was sagst du? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Mir gefallen, tue ich natürlich gern. Komm mal hier rüber. Pika? Hä? Sieht so aus, als wolle auch dein Pikachu die geheime Technik unbedingt erlernen. Vielleicht kleines, aber nur Menschen können die geheime Technik erlernen. Du lässt nicht locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, um ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will. Ist mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesem Pikachu meine absolute unschlagbare geheime Technik beibringen. Komm bitte mal hier rüber. Schau mir gut zu. Oh, der Schneider, ja. Schwitz hat die geheime Technik Spaltschnitt erlernt. Ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Er hat die geheime Technik Spaltschnitt gelernt. Spaltschnitt hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier es mal aus mit einem Stochen oder einem Schritt. Warte mal. Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird es langsam Zeit für die Arbeit. Die MS Anne sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Pass bis dahin gut auf dich auf. Also fahren wir diesmal nicht mit, oder wie? Okay, also warte mal. Aber mein Pokémon kann die Fähigkeit jetzt, aber er. Ich glaube, das ist keine Attacke, weil davor war es jetzt der Schneider. Davor musste man unbedingt ein Pokémon zur Schneider beibringen. Und jetzt kann das quasi Pikachu. Aber das ist keine Attacke, das ist das Gute. Okay, vorher gehe ich noch bei der Frau mein Pokémon heilen. Oh, die fahren jetzt weg, so wie es aussieht. Oh, denn ich liebe diese Animation. Das ist so cool einfach. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das beste aussehendste Pokémon-Spiel. Ich meine, zieh das mal rein. Crazy. Oh, Alter, man kann sogar sehen, wie groß das Teil eigentlich ist in Wirklichkeit. Ist ja riesig. Kein Wunder, dass so viele Zimmer reingepasst haben. So, Billy Cat, jetzt können wir wieder auf ihn reiten. Manchmal. Ja, ich weiß, ich komme ja schon. Aber das Ding ist, ich überlege, ob wir noch ein anderes Pokémon fangen, was sozusagen gut gegen Elektro ist. Weil wir haben ja, ich glaube, keins, oder? Lass mal kurz hier reingehen. Ich glaube, hier ist eine Dicta-Höhle. Das ist so cool, dass wir sogar Snobilicat hier benutzen können. Ja, Dicta's sind hier. Oh, willst du kämpfen? Oh nee, wir können da noch gar nicht rein. Okay, ich sehe dich. Ja, aber ein Dicta finde ich jetzt auch nicht so stark, muss ich sagen. Ich schaue mich mal hier kurz um. Traumato, ist das mal das Traumato fangen? Sehr schön gefangen. Oh nee, war das nicht irgendwie so eine Arena, die so richtig kompliziert war? Ich glaube ja. Lockbefehl haben wir nochmal bekommen, sehr nice. Sind viele Trainer unterwegs. Aber so wie es aussieht, müssen wir gegen keinen kämpfen. Na, obwohl die drehen sich schon ganz schön crazy. Viele Items gibt es hier auf jeden Fall. Superschutz. Ja, da kommen wir natürlich nicht hin, war ja klar. Oh, was? Die bekämpfen? Ich dachte,
sie mich aufhalten. Das Ding ist, Misty hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich denke, das Pokémon wird wieder stärker sein als meine Pokémon. Also das stärkste Pokémon des Elektro-Arena-Reiters. War das nicht übrigens ein Raichu? Ich weiß es gar nicht mehr. In dem Anime war es auf jeden Fall ein Raichu. Boah, ich vergesse jedes Mal, dass Pomelo Fee ist mittlerweile. Mittlerweile gibt es ja den Typen Fee. Und das Doppelkick und sogar gar nicht mehr super effektiv ist dagegen. Aber langsam werden die Trainer auf jeden Fall stärker. Und die haben auch meistens Pokémon, die eine Weiterentwicklung danach haben, sozusagen. Ah ja, genau. Ich wollte kurz auf die Karte gucken, um zu gucken, wo Route 8 ist. Route 8 ist hier, da waren wir noch gar nicht. Ja, okay. Da können wir den Feuerstein bekommen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schaue mich kurz mal nach da oben, ob wir da weiterkommen. Und wenn nicht, dann werden wir. Oh, es geht aber weiter. Wir gehen sowieso gleich zur Arena. Also in dieser Folge auf jeden Fall. Oh, das war so klar, ne? Schläft die von fest. Okay, dafür brauchen wir eine Flöte, glaube ich. Der Traumatus hier ist ja auch normal. Oh nein, Trainer hat mich erwischt. Der Typ hat noch keinen einzigen Kampf verloren, hat er gesagt bis jetzt. Oh, ganz gefährliches Quapsel, habe ich ja ganz große Angst vor. Ja, Quappo ist ein gutes Pokémon. Ich glaube sogar, Quappo hat er auch eine Weiterentwicklung, oder nicht? Ah, nee, es wird erstmal zu Quappo ziehen und dann zu Quappo. Okay, Quappo ist ziemlich stark. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von. Ja, ich weiß schon, aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie den Stau zu schneiden. Ich hab was. Wenn ich mir gerade so soll, das natürlich kein Problem darstellen. Probier es am besten gleich mal aus. Ja, da hast du recht. Der Stau könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Ja, ich möchte Spaltschnitt einsetzen. Oh, sieht cool aus. Nicht schlecht. Oh, jetzt kommen wir an manche anderen Stellen. Sogar Schnuppeliger schnuppert die salzige Luft. Okay, fabelhaft. Dein Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt. Der Weg zur Arena steht euch nun offen und du darfst sie offiziell in Anni versuchen. Ich werde darin auf dich warten. Okay, lass mal sehen, ob der mich überhaupt reinlässt. Oh nee, das war diese Arena. Die ist so kompliziert mit diesem Mülleimer. Ich wette, das wird wieder Ewigkeiten dauern oder es wird ganz schnell klappen. Und der Typ hat einen Raichu, glaube ich. Okay, alles gut anscheinend. Also wir können gegen die kämpfen. Keine Ahnung, hier ist bloß nur Abfall, steht überall. Ja, ich glaube, wir müssen gegen alle kämpfen. Ja. Magnetilo, ja, das können wir easy peasy mit Doppelkick zerstören. Das ist kein Problem. Also Doppelkick ist unser bester Freund hier in dem Spiel. Und er ist schon Level 22. Oh Leute, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weil wenn der schon Level 22 ist und das ist nicht mal der Arenaleiter, wie stark wird der Arenaleiter sein? Und sein Raichu bestimmt Level 26 oder 27 oder so. Ich bin verwirrt, na super. Also es könnte sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen trainieren muss, bevor wir den Arenaleiter bezwingen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja 6 Pokémon, aber sobald er eine einzige starke Attacke hat, haben wir den Problem. Okay, ein Voltoball natürlich. Ist das unser erstes Voltoball, was wir sehen? Auch Level 22, unglaublich. Ich meine, Tauboga ist ja hier auch nutzlos, weil Tauboga ist ja ein Flug-Pokémon. Ich meine, im Endeffekt ist es auch meine eigene Schuld, weil ich skippe sehr viele Trainer. Aber das Gute ist, Pikachu, die haben auch kaum was sie gegen Pikachu machen können, stimmt's? Wir haben zwar kaum was sie gegen sie machen können, aber sie haben kaum was sie gegen uns machen können. Oh mein Gott, er hat sogar 2 Pokémon auf Level 22. Also ganz ehrlich, ich habe wirklich nur kein gutes Gefühl dabei. Oh, er hat Sternschauer, okay. Wie schon macht das? Nicht so viel. Okay, Pikachu erreicht Level 23 oder Fritz, sollte ich ja sagen. Aber ob das genug sein wird? Wir kämpfen jetzt noch gegen den letzten Typen hier. Lol, Pikachu gegen Pikachu. Okay, der hatte nur ein Pokémon, nur ein Pikachu. Sehr interessant. Lass mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Ein blauer Abfalleimer ist hier und hier ist ein roter Abfalleimer. Ich glaube, irgendwo ist ein versteckter Schalter oder so. Ja, ein Schalter bestätigt den Klick. Und dann? Oh mein Gott. Und jetzt müssen wir das zweite finden, oder wie? Und dann, wenn wir falsch liegen, geht's wieder an. Oh mein Gott. Jetzt muss ich raten, oder wie, wo der zweite ist. Okay, das könnte jetzt lange dauern. Hier gibt so viele Mülleimer. Wollt ihr mich verarschen? Der zweite Schalter befindet sich direkt übrigens neben dem ersten. Also du meinst vielleicht das hier und der untere? Entweder der untere oder der linke. Eins von beiden. Sag mir bitte der untere. Ja, sehr schön. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Das war sehr einfach, dachte ich mir auch schon, ehrlich gesagt. Okay, wir gehen aber nur zurück und heilen meine Pokémon. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Kampf, muss ich sagen, weil die Arena-Leiter doch hier stärker sind als gedacht. Okay, ich werde es jetzt mal probieren. Was soll's? Was soll schief gehen? Willkommen in der Arena von Orania City Recruit. Wen haben wir denn hier? Ein Winzling wie du will den Major herausfordern? Haha, du hast ganz schön Mumm, mit deinem halbgaren Team gegen mich zu kämpfen zu wollen. Pokémon-Kämpfe sind nichts für Weichlinge. Okay, wenn ich mit dir fertig bin, wird der Schock tief sitzen, Recruit. Hat er 2 Pokémon? War er 2 Pokébälle dort in seinem Gürtel? Er hat 3 Pokébälle, okay. 3 Pokémon also. Das erste ist ein Voltoball, okay. Ich meine, Elektro-Pokémon können ja nicht paralysiert werden. Mal gucken, was für ein Level. 25! Wollt ihr mich auf den Arm? Okay, wir haben die Arschkarte. Ich weiß nicht, wie wir das gewinnen wollen. Ich glaube, wir sind unterlevelt, Leute. Obwohl das ganz guter Schaden war von Doppelkick. Donnerblitz, das wird nicht so effektiv sein. Macht aber trotzdem guten Schaden, einfach weil es Level 25 ist. Ich glaube, wir verlieren das. Müssen wir eigentlich, oder? Weil Flügel. Ja. Wie soll ich das gewinnen? Hä? Ganz viele Tränke wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, er wird Raichu haben und Magnetilo noch. Und Alter! Wird einfach so. Also, ja, mein Pikachu muss das auf jeden Fall irgendwie carryen. Das Ding ist, sein Raichu wird ein riesiges Problem sein. Magnetilo ist noch okay. Es sei denn, er hat jetzt irgendeine überraschende Attacke oder sowas. Aber Doppelkick sollte definitiv die Hälfte noch am wenigsten, ja. Also, dass wir mit 2 von ihnen besiegt haben. Oh mein Gott, mein Pikachu ist fast tot. Okay, Doppelkick wird jetzt Magnetilo auch nochmal besiegen. Aber jetzt kommt gleich. Oh Gott. Warte mal, wir könnten. Nee, Nidorino ist kein Boden-Pokémon. Ich dachte für eine Sekunde. Lass mal Nidorino trotzdem verwenden. Wieso nicht? Ab dem Moment sind so Attacken wie die Gegner Konfusion, also verwirren oder irgendwie vergiften, noch viel besser. Zum Beispiel Giftstachel. Zu viel Prozent vergiftet das? Eventuell vergiftet. Das ist das Ding. Level 26 der Pokémon. Okay, lass mal lieber mit Doppelkick attackieren. Donnerblitz, scheiße. Ich bin tot, oder? Das war knapp. Okay, da mein Pokémon sowieso tot ist, werde ich die Chance jetzt nutzen, um mein Pikachu zu heilen. Was aber, wir haben nur noch einen Supertrank leider. Ich setze mal Giftstachel ein in der Hoffnung, dass wir es irgendwie vergiften können. Wenn wir nicht sterben. Oh mein Gott, das war knapp. Und ich bin paralysiert und super. Ich kann nicht angreifen, weil ich paralysiert bin. Oh mein Gott. Und ganz genau davor hatte ich Angst. Okay, wir müssen Fritz reinschicken. Es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass wir das verlieren, diesen Kampf leider. Aus irgendeinem
irgendeinem Grund bin ich immer wieder unterlegen. Und der kann, warte, hat er nur Ruckzuckkick gegen mich? Weil wenn ja, dann hätten wir eine gute Chance, weil ich meine, Doppelkick macht mehr als ein Ruckzuckkick. Weil ich bin ja auch ein Elektro-Pokémon und er kann auch Doppel... Nee, ach so, ich habe einfach eine höhere Initiative als ein Raichu? Donnerblitz leider, aber das Ding ist, die Frage ist, jetzt heilt er sein Pokémon oder nicht? Okay, mit Doppelkick habe ich einen riesigen Vorteil. Ich weiß nicht, wieso sein Raichu das nicht kann, aber das könnte es gewesen sein. Komm schon. Yes, yes! Ich war mir aber nicht sicher, ob wir das gewinnen werden. Oh Gott, das war ein Schlag ins Gesicht. Ausgezeichnete Arbeit, der Krut. Für deine Leistung verleihe ich dir hier mit den Donnerohren stillgestanden. Okay, sehr schön. Die geile Animation. Du hältst den Donnerohren von Major Bob. Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir auch das hier auf den Weg. Autogramm. Wieso ist es im Itembeutel? Nicht ganz das, was du erwartet hast. Keine Sorge, das ist nicht alles. Donnerblitz bekommen wir. Sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Donnerblitz ist eine sehr coole Attacke. Es ist halt so ähnlich wie Flammenwurf und Eisstrahl. Nur die Frage ist, wohin gehen wir jetzt? Weil ich meine, wir können ja. Da ist Misty? Wir können ja nicht in dem Relaxo vorbei. Es sei denn, sie gibt mir irgendeine Flöte. Hallo du. Wow, du hast echt Major Bob besiegt. Reife Leistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Dann hast du dir auch ein Päuschen verdient. Oh, danke. Meine Pokémon wieder fit gemacht. Warum ich nicht in der Arena bin? Ah, ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird mir ein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die salzigen Wellen der weiten See um mich spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Diktahöhle. Die liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir gerne den Weg. Nö, nee, brauchst du nicht. Ich weiß, wo es ist. Ach, der feine Herr hat was Besseres vor. Bitte. Mehr als anbieten kann ich dir nicht. Ich weiß ja, wo die Diktahöhle ist. Da können wir jetzt hin. Das ist anscheinend auch das nächste Ziel. Oh, warte, ich bin ja schon geheilt. Habe ich wieder vergessen. Oh, Diktahöhle bedeutet aber, wir sollten Pikachu nicht vorne lassen, oder? Weil da gibt es viele Erden-Pokémon. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall Tauboga mit, weil Tauboga gut gegen die Macholos dort ist. Wegen Kampf. Flug ist stark gegen Kampf. Was? Wo ich mich frage, wo macht das eigentlich Sinn, dass Flug stark gegen Kampf ist? Naja, wie auch mal. Lass uns in die Diktahöhle gehen. Okay, lass uns sehen, was für Pokémon wir hier finden. Da ist ein Diktah. Ich werde es mal fangen. Das ist so merkwürdig. Man hat nie gesehen, was unter ihm sich befindet. Also keiner weiß, was unter einem Diktah ist. Niemand. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jedes Diktah mit der Erde so verbunden ist, dass es quasi eins mit allem ist. Mit der Erde sozusagen. Aber was ist, wenn man es mit Gewalt rausziehen würde? Das würde ich so gerne mal machen. Und wieso wissen das Pokémon-Wissenschaftler im Anime auch nicht, was ein Diktah eigentlich ist. Ich meine, gibt es nicht irgendwie was, womit man darunter unter die Erde schauen kann? Das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich Pokémon-Wissenschaftler wäre. Ich würde erst mal gucken, was zum Teufel da ist. Wieso sind hier keine Pokémon in dieser Höhle? Hä? Hier waren einfach keine Pokémon in dieser Höhle, was? Hä, das ist so merkwürdig. Davor waren hier doch vor viele Macholos. Ah, oh, da ist ein Zubat. Ne, brauchen wir nicht. Wo kommen wir jetzt aber raus? Warte mal. Ach, wir sind hier wieder. Oh, was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh mein Gott, wir sind wieder im Ventania-Wald. Was? Okay, wisst ihr, wieso ich auch hier bin? Und zwar soll es hier Bisasams geben, die ich nie gesehen habe, leider. Ja, ich bin so schnell, das wird ein bisschen schwer, Pokémon auszuweichen. Ja, das Metaplas ist kein Bisasam. Ich dachte, das für eine Sekunde. Das ist ja das Ding, Bisasams und so sind sehr, 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 sehr selten. Ja gut, ich habe keine Lust mehr, danach zu suchen. Ich habe schon letztens eine halbe Stunde nach Glumana gesucht und nichts gefunden. Aber wieso sind wir jetzt wieder hier in Mamoria City? Was zum Teufel? Das ist nur so eine Art Durchgang, oder? Oh, warte, da fällt mir doch gerade ein, es gab noch eine andere Arena, oder nicht? Okay, was ist das nächste Ziel? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier noch eine Arena gibt. Sind wir vielleicht deswegen hier? Warte, ich gehe mal nach unten und schau mal nach, ob die Arena mittlerweile, ob da jemand ist. Weil wenn ja, könnte es aber gefährlich werden, weil ich glaube, wir könnten zu schwach für diese Arena sein. Weil wir hatten bei der letzten schon enorm Probleme. Es sei denn, wir haben einen sehr guten Typvorteil, den wir bei der letzten Arena ja nicht hatten. Weil mit dem Typvorteil kann ich auf jeden Fall gut damit leben, dass wir weniger Level haben. Mit Strobelika hier durchzulaufen ist schon ganz schön crazy, weil man einfach kaum was erkennt. Hier diese kleinen Raupis und so. Ich habe das Gefühl, sowas wie Bisasams kommen echt einfach nur so. Oh mein Gott, hier sind so viele. Kommen halt immer, wenn man es nicht erwartet irgendwie. Ja, das Coole ist, auch wenn wir noch gar nicht fliegen können im Spiel, wir sind super schnell mit Strobelika. Oh Gott, die wird so schwach sein. Ich hab nicht gegen sie gekämpft am Anfang. Schatzplatz Level 4. Ach du Kacke. Okay, lass mal gucken, ob diese Arena jetzt auf hat. Das ist übrigens eine... Ah, nur eine Kampfarena? Nee, da geht's immer noch nicht rein. Oh mein Gott. Oh, wir können jetzt den Schneider einsetzen. Spaltschnitt, meine ich, sorry. Warte, wohin führt das? Hä? Wie kann man überall den Schneider ohne Grund einsetzen? Gerne, ich wollte mich nur ein bisschen in der Sonne ausruhen und schon war ich eingenäht. Ich hatte einen seltsamen Traum. Es war so eine verlorene Seele, die zu einer Flamme geworden und verschwörte dann in der Gegend umher. Wo kommt dieser TM plötzlich her? Das ist unheimlich. Hier, nimm du sie. Ihr Licht. Alter, das ist... Brennt das nicht, das gegnerische Pokémon oder so? Mich würde mal interessieren, was man hier so angeln kann. Oder Surfer haben wir auch noch nicht, ne? Oh, hier kann man Spaltschnitt einsetzen. Zwei Items, wow. Blattstein? Welcher Route sind wir jetzt? Gehen wir immer noch auf Route 2. Wow, wo sind wir denn jetzt? Ich meine, hey, wir haben doch gerade Schneider bekommen, also sind wir an der richtigen Stelle anscheinend. Assistent, hallo Danny. Erinnerst du dich noch an mich mit Professor Eis Lieblingsassistent? Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Aber hier ist ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte dann auf dich, Danny. Oh Gott, gar nicht unheimlich. Ich will mich bestimmt nicht entführen oder so. Ah, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon die Rede ist. Mir nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtlut zu
zu meistern. Augenblick. Ich dunkle mal eben den Raum ab. Sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit der Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum mit meinem inneren Auge mit Licht. Ah, das ist also so eine Art Blitz. Damals hieß die Attacke Blitz. Die konnte man einsetzen. Und da das wieder keine Attacke sein soll, weil die Attacke richtig schlecht ist, kann man die jetzt so einsetzen in Höhlen, die zu dunkel sind. Siehst du, jetzt sieht es wieder hell aus, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und von meinem geistigen Auge sehen. Okay, das erklärt aber nicht, wie ich sie jetzt sehen kann, obwohl es dunkel ist. Die Intensität deiner Konzentration überträgt die innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auf dich. Ah. Huch. Will dein Pikachu etwa sagen, dass es die geheime Technik am liebsten selbst lernen würde? Wie bitte? Es hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon ohne weiteres erlernt. Da bin ich sprachlos. Professor Ai hatte zwar erwähnt, dass dein Pikachu kein gewöhnliches Pokémon ist, aber das übersteigt meinen kühnsten Träumen. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um mir die geheime Technik beizubringen. Aber davon muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. So, es kann los gehen, Pikachu. Das heißt Konzentration. Werde eins mit der Umgebung. Einmal tief durchatmen. Es flutet den Raum vor deinem inneren Auge mit Licht. Okay, das klingt irgendwie voll spirituell hier alles. Besser die geheime Technik Lichtflut erlernen. Der Pikachu ist einfach unglaublich. Ich hoffe, es macht fleißig Gebrauch von meinen geheimen Techniken. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Ja, gut zu wissen, dass wenn es tot ist, dass es immer noch für mich arbeiten kann. Oh, du liegst da. Hey, Danny, hast du dir auch die geheime Technik von Professor Eisenstanz beibringen lassen? Hä, was? Er hat sie Fritz an deine Stelle beigebracht. Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo die Technik ausprobieren können. Wie wär's? Soll ich dich dort hinbringen? Ja, ja, klar. Na dann bringe ich dich sofort hin. Los geht's. Auch wenn ich wissen würde, was oben ist, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt dazu der City. Von hier aus geht's weiter in Richtung Osten. Hier entlang. Lauf einfach immer weiter, bis du sogenannten Felstunnel erreichst. Da drin ist es stockdunkel, sag ich dir. Im Inneren des Felstunnels hilft dir die geheime Technik Lichtflut bestimmt weiter. Also dann mache ich mich aus dem Staub. Ah, jetzt geht's tatsächlich nach rechts. Wow. Dann sind wir beim Felstunnel und dann kommen wir nach Lavandia. Und dann kommen wir wahrscheinlich von Lavandia nach Safronia. So gehe ich mal von aus. Oder hier weiter runter. Fuxania City ist, was eine sehr interessante Stadt ist, auf jeden Fall. Okay, let's go. Auf nach rechts. Und ah, jetzt können wir hier. Ah, deswegen können wir nicht weiter hier. Also, ehrlich gesagt, bin ich ein bisschen überrascht, dass wir weitergekommen sind, weil irgendwie habe ich das nicht erwartet, ehrlich gesagt. Okay, hier gibt es Trainer auf jeden Fall, gegen die wir kämpfen müssen. Mal schauen, ob wir stark genug sind. Ich meine, ich glaube, man muss gegen sie kämpfen, weil man so testet, okay, seid ihr überhaupt stark genug für diese Gegend hier? Ja, komm schon, ich habe den Arenenleiter besiegt, also sollten wir auf jeden Fall. Aber man kann hier auch sogar hin, glaube ich, bevor man den Arenenleiter besiegt hat, wenn man nur zu Schneider braucht. Okay, die Pokémon sind aber auf jeden Fall sehr stark, 21. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, was sehr schön ist. Ja, als nächstes kommt du, Flor. Das heißt, wir können auf jeden Fall unser Pokémon behalten, weil es ja, Flügelschlag ist ja sehr effektiv dagegen. What? Ich habe gar keinen Schaden gemacht. Alter, okay, das habe ich nicht erwartet. Junge, sind die Trainer hier stark? Ich wechsle mal zu Vulcano. Okay, das könnte jetzt tragisch werden. Ich glaube, ich werde ein paar Pokémon fangen, weil durch das Fangen bekommen wir auch EP und wir müssen auf jeden Fall aufleveln. Ich müsste eigentlich einen Weg finden, um irgendwie stärker zu werden, weil ich bin einfach zu schwach gerade. Okay, also das dachte ich mir auch schon, deswegen habe ich zu Vulcano gewechselt, weil seine Spezialverteidigung ist auf jeden Fall schlechter als seine Verteidigung. Und Flammenwurf ist ja eine Spezialattacke, die die Gegner ja nicht direkt trifft. Deswegen dachte ich mir schon, dass die effektiver sein wird. Okay, ich glaube, wir sind trotzdem bereit, dahin zu gehen. Ein Supertrank ist hier, okay. Dafür muss ich aber gegen ihn kämpfen für das Item. Oh mein Gott, ein verdammtes Onix gegen Pikachu. Eigentlich macht das sogar keinen Sinn, aber okay. Solange es keine Erdbeben kann, könnten wir das gewinnen. Wir haben ja schon mal gegen Onix gekämpft. Raserei, oh mein Gott. Das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Ah ja, Raserei wird immer stärker, ne? Oh no. Ja, die Attacke wird immer stärker, glaube ich. Ist ja so ein bisschen so wie Walzer, auch eine gefährliche Attacke. Wenn sie einmal Schwung bekommt, dann war's das. Er versucht, die Attacke Schlamm zu erlernen. Was? Ich hab's nicht erlernt. Oh mein Gott, Phil, wollt ihr mich verarschen? Ah, ich habe irgendwie irgendwas gedrückt, wodurch es die Attacke nicht erlernt hat. Egal, wir können, ich glaube, durch zum Attackenerlerner gehen, wo auch immer der hier ist. Oh, Habitak. Fangen wir mal. Warte mal, können wir nicht auf diesem Pokémon vielleicht sogar fliegen? Wirf, bitte. Hey, jedes Mal beim letzten. Okay, wir haben es gefangen. Ein Ibitak sieht auf jeden Fall so aus, könnte man drauf fliegen, ehrlich gesagt. Und ja, Pokémon zu fangen gibt so viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, das ist das Problem. Bei Pokémon Let's Go Pikachu ist ja auch ein Spiel, wo Fang an sehr großer Stelle steht, sagen wir mal so. Da ist Nidorina, okay. Lass mal nochmal einen Habitak fangen, einfach nur zu leveln. Ibitak meine ich natürlich, kein Habitak. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich das Fliegen, was man dann hier kann. Das wird. Oh, verdammt. Ja, manchmal macht er das, das verstehe ich gar nicht. Das wird wahrscheinlich so eine, auch so eine Attacke sein, die uns jemand beibringen muss. Also mein Ziel ist mal, wie viel EP das bringt. Das ist so unnormal. Scheint aber nicht so klasse Pokémon hier zu geben. Obwohl, ich wette, hier gibt es doch irgendwas ganz Seltenes, aber das kommt halt nicht so oft. Oh, da ist ein Radikal. Ups. Oh, nicht schon wieder ein Sandan. Ey, Sandan ist immer so, hat so eine Verteidigung. Schaufler ist der eine. Okay, wir müssen sofort wechseln zu einem Flug-Pokémon. Schaufler ist, finde ich, eine sehr geile Attacke, aber Erdbeben ist halt eine deutlich bessere Bohnenattacke, logischerweise. Und auch eine meiner Lieblingsattacken im ganzen Spiel. Aber da hat Schaufler zwei Züge braucht, das ist quasi das Problem an Schaufler. Ich glaube, diese Sandan hat heute irgendwie nicht den richtigen Tag erwischt. Irgendwie, egal welche Attacke es einsetzen will, es trifft nicht. Gerne Radikal, aber da setze ich einfach Doppelkick gegen ein. Ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Pokémon
Spiel deutlich schwerer als die anderen. Bei den anderen war ich immer viel, viel stärker als hier. Liegt aber daran, weil ich wahrscheinlich nie so Trainer geskippt habe und hier schon. Okay, ein Item Supertrank, nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, hier kann irgendein krasses Pokémon spawnen, weil das so eine kleine Stelle ist. Ibidak ist auf jeden Fall dort. Pokéballer gefunden, nicht schlecht. Oh, hier ist ein Kampf-Pokémon-Trainer. Oder fällt mir ein, dass es hier sogar Nocturne zu bekommen gibt, ne? Aber wo ging das denn nochmal? Weil ich finde Nocturne richtig geil. Ich meine, Nocturne kann einfach Feuerhieb, Eishieb, Elektrohieb, alles mögliche. Also das Pokémon ist so gut gegen so viele Pokémon. What? Wir haben das Mankey mit einem Donnerblitz besiegt, obwohl es nur ein Level niedriger war, sich? Ja, stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das Kampf-Pokémon nicht die beste Spezialverteidigung haben. Obwohl, da müsste ich nochmal Mahomai fragen. Gute 10 sind wir jetzt, okay. Also irgendwie ist das Highlight die Ibidak. Kann das sein? Und hier gibt es ein Pokémon-Center? Oder ist ein Team Rocket-Ding? Nein. Oh, warte, da kommen mehr. Was zum Teufel? What? Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir den Boss nicht mal in die Augen treten. Was bedeutet, dass ich dir jetzt eine ordentliche abtreibe? Oh nee, muss ich gegen jeden Einzelnen kämpfen oder was? Nicht so schnell. Alter, wer ist das? Oh, das Lapras. Oh mein Gott. Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen. Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist. Aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich übernehme die drei hier drüben. Kümmere dich um den Hampel mal dort. Ja, überlasse mir ruhig. Die Antwort gefällt mir, packen wir es an. Ich könnte auch sagen, ich bin zu müde, sodass sie gegen ihn auch kämpfen. Ja gut, aber es wäre unfair, weil ich meine, ich wollte einfach nur so Pokémon Center meine Pokémon heilen. Und Pikachu hat auch nicht das meiste Leben jetzt, wegen den jetzt kämpfen. Ah, nee, ich habe wieder volles Leben. Wie kommt das denn? Und Pikachu ist Level 25? Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Ein Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich dir auch einen Eiszapfen verwandeln, so wie eure Pokémon. Du gehörst zu den Top 4. Oh, in dem Fall Rückzug. In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst du die verschiedenen Arena-Orden. Pikachu, ich freue mich auf den Tag, an dem du dich in der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns. In welcher Stadt bin ich jetzt aber? Ich meine, ich dachte, ich komme in eine Höhle. Oder ist hier einfach... Ach, das ist so eine Höhle. Wow. Auf Schwester 2 kann man immer zählen. Das ist das Schöne. Perfekt, Leute. Aber ich werde das Video von immer stehen lassen. Also für mehr davon, lasst mal oben da und abonnieren kostenlos. Aktiv die Glocke, falls du abonniert hast. Check mal jetzt in der Beschreibung ab und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye.